Trotzdem müssen wir ja weg vom Gas, was das Heizen angeht. Ein Drittel der CO2-Emissionen kommt vom Heizen, also eine ganze Menge. Und auch Sie werden als Partei an der Regierung an die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zur CO2-Reduktion gebunden sein. Also wie wollen Sie es machen? Ja, wieso müssen wir das? Das sind genau solche Sätze, die wir immer hören. Wir müssen überhaupt nichts. Man kann auch die Klimaabkommen, die noch dazu falsch ausgerichtet sind, reduzieren bzw. kündigen. Und sie werden auch nicht funktionieren. Also Sie wollen aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen? Das ist mit einer Option, weil dieses Klimaabkommen wird die Industrie, wird Deutschland schwächen, wird unseren Wohlstand schwächen. Und das ist ja genau diese grüne Ideologie, wo wir das Gegenbeispiel sind. Wir sind das Gegenbeispiel. Wir wollen weiter Deutschland prosperieren. Wir stehen für Wirtschaft, wir stehen für Wohlstand. Wir wollen, dass die Bürger in Deutschland mit ihren Einkommen auch leben können und auch ihre Energie bezahlen können. Wir haben die höchsten Energiepreise und das sind die Haupttreiber, sind diese Abkommen, die natürlich auch in anderen Ländern nicht so durchgesetzt werden wie in Deutschland. Naja, Deutschland ist jetzt nicht mehr Vorreiter. Es gibt einige Länder, die Deutschland überholt haben bei der Reduktion der CO2-Emissionen, zum Beispiel alle skandinavischen Länder. Die CO2-Reduktion, wir sprechen hier von 0,03% CO2 in der Luft. Davon sind 96% nicht vom Menschen gemacht. Also wir reden hier von den marginalen CO2-Zahlen, die Deutschland hier ausstößt. Die führen nicht dazu, dass das Weltklima sich verändert. Das sind einfach Dinge, die man uns erzählen möchte, genau diese Transformation. Und darum geht es. Es geht hier um die grüne Transformation, die uns das Geld aus der Tasche zieht, die Wirtschaft schädigt, die Bürger in die Armut führt. Okay, Herr Kopan, wir können hier leider nicht drüber diskutieren, ob dieser Klimawandel menschengemacht ist oder nicht. Dafür ist der wissenschaftliche Befund weltweit einfach zu eindeutig. Aber selbst wenn Sie sagen, ich glaube, dass allen extremen Wetterereignissen zum Trotz nicht mit dem menschengemachten Klimawandel. Es ist ja nun mal so, dass wir 1% der Weltbevölkerung sind und 2% der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen, dass das rein rechnerisch ein Problem ist, dass Deutschland da auch eine globale Verantwortung trägt, das können Sie ja nicht bestreiten. Also nochmal, Sie haben jetzt gerade wieder erzählt, dass es wissenschaftlich erwiesen ist. Wissenschaft ist immer im Fluss. Es gibt keine bestehende Wissenschaft. Und Wissenschaft animiert, und das ist auch richtig so, immer an Zweifel. Wissen Sie, vor 2000 Jahren war es wissenschaftlich erwiesen, dass die Erde eine Scheibe ist. Wir wissen, dass sie mittlerweile rund ist. Also von daher, diese wissenschaftlichen Attitüden immer zu benutzen und 100% der Wissenschaft zu benutzen, ist einfach nicht richtig. Und nochmal, niemand hat was gegen Umweltschutz. Dafür stehen wir als Partei ganz klar. Aber das Klima, das kann man nicht schützen. Das ist immer im Wandel, seit Jahrtausenden. Wir müssen uns diesen Gegebenheiten auch anpassen. Ja, diese Wärmewende, die Bundesregierung ausgerufen hat, und das ist ja das, was Industrie, Mittelstand und vor allen Dingen auch die Bürger sehen, funktioniert einfach nicht. Wir brauchen diese Wärmewende in dieser Form überhaupt nicht. Es ist ein absolutes, unsinniges Gesetz, was hier gebracht wurde, was die Leute und die Bürger verunsichert und vor allen Dingen, was den Bürgern und den Unternehmen das Geld aus der Tasche zieht. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, das heißt, AfD wählen heißt einfach weiter so mit Öl und Gas, trotz Klimawandel. Nein, wir brauchen den breiten Energiemix und wir reden nicht nur von Öl und Gas, der natürlich dazugehört, weil eine große Industrienation wie Deutschland, sondern auch die Kernenergie. Und die wurde ja zeitgleich mit abgeschalten, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist immer unsere Forderung gewesen, so wie es andere europäische Länder machen. Wir sind eine konservative Partei und das heißt, wir wollen das Gute bewahren und erhalten und das verbessern und nicht abschaffen, so wie es die grüne Ideologie vorgibt. Kernenergie ist ein guter Punkt, kritisieren ja einige, dass das die falsche Reihenfolge war, die Abschaltung der Kernenergie vor der Abschaltung der Kohlekraftwerke. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man die Kernkraftwerke, die letzten am Netz behalten hätte, reden wir, glaube ich, über wenige Prozentzahlen der deutschen Stromversorgung. Und wir reden ja über die Wärmewende. Mit Atomkraftwerken heizt man keine Häuser. Nein, deswegen wurde ja als Übergangstechnologie auch Gas aus Akkord mit Gaskraftwerken, die in Planung sein sollen und geplant werden sollen und auch gebaut werden sollen. Das ist auch das, was wir unbedingt brauchen. Denn nur mit Wind und Photovoltaik wird eine Industrienation noch dazu, wenn man die Speicherkapazitäten nicht hat. Und die hat man in Deutschland de facto nicht. Die sind nicht vorhanden. Deswegen ist diese sogenannte Wärmewende einfach eine Binse und damit wird die Bevölkerung in die Irre geführt und die Industrie wandert ab. Nehmen Sie die BDI-Zahlen, die wir aktuell sehen. 15% haben aktuell
aktuell ihre Produktion reduziert, beziehungsweise wegen der hohen Energiekosten sogar ausgesetzt. 60% der Energiepreise sind mittlerweile die größten Probleme für den Mittelstand, für die Industrie, und 16% wollen ins Ausland abwandern. 30% weitere überlegen es ernsthaft, Deutschland zu verlassen. Wir haben im zweiten Quartal eine Rezession, und die liegt hauptsächlich an der Inflation und damit an den hohen Energiepreisen. Okay, was sagen Sie zum Verfassungsgerichtsurteil, wonach wir bei der Verminderung des CO2-Ausstoßes mehr tun müssen? Eine Halbierung bis 2030 ist das Ziel. Würden Sie das dann auch in Frage stellen beziehungsweise einfach nicht beachten? Ich habe nicht gesagt, dass man nicht beachten muss, aber in Frage stellen kann man alles, und vor allen Dingen, wenn es nicht durchsetzbar ist. Wissen Sie, wir haben Ausstiegsfonds. Ich komme aus der Lausitz und wir sehen es hier, dass hier auch die Bundesregierung Kohleausstiegsgesetze verabschiedet hat. Es war ursprünglich ein Kohleausstieg bis 2045 geplant. Dann wurde es reduziert auf das Jahr 2038. Das war für die Industrie, auch für den Mittelstand, ein Stück weit planbar. Nun hat die neue Bundesregierung es auf 2030 weiter heruntergesetzt. Und wenn wir auf den Kalender gucken, dann sind das 7 Jahre. In 7 Jahren können Sie keine Alternativen schaffen, die Kohleverstromung adäquat ersetzt. Weder durch ein Kernkraftwerk, weil das selbst das gebaut werden müsste, geplant werden müsste, noch durch andere Energien. Also das sind genau diese Verunsicherungen, wo der Bürger überhaupt nicht mehr mitgenommen wird. Der Bürger bleibt im Prinzip auf der Strecke, auch die der Mittelstand und die Wirtschaft, und deswegen wandern diese Unternehmen ab. Das heißt, es geht um unseren Wohlstand, es geht um unsere Existenzen. Mhm. Und deswegen ist diese Vorgehensweise, vor allem in dieser Geschwindigkeit, für niemanden akzeptabel. Darauf machen wir aufmerksam, und deswegen haben wir auch gute Umfragewerte in der Bevölkerung. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef, gegen den die Staatsanwaltschaft Halle gestern Anklage wegen Verwendung von NS-Vokabular erhoben hat, spricht davon, dass die Klimapolitik der Hebel der internationalen Finanzindustrie sei, um an das deutsche Volksvermögen heranzukommen. Stimmen Sie ihm dazu? Ja, man muss sich auf alle Fälle anschauen, wer davon profitiert, wer von dieser sogenannten Klimawende profitiert. Und wenn ich mir das ganze Ministerium Habeck angucke, das Wirtschaftsministerium, wenn man sieht, welche Lobbyisten und welche Vereine und NGOs dort wohltätig Geld verdienen und beziehungsweise auch vorher schon Geld bekommen hat, muss man diese Frage stellen und muss man diesen Geldflüssen nachgehen. BlackRock zum Beispiel als großer Investor in Deutschland, also, aber auch in der Welt. Also man sieht sehr wohl, dass es hier sehr große Profiteure gibt, die außerhalb Deutschlands liegen, ganz klar. Ja, wenn ich jetzt irgendwie so drüber nachdenke, wäre es ja auch zum Beispiel so, ich verstehe nicht ganz, wenn man zum Beispiel ein Windrad baut und damit Strom erzeugt in Deutschland, warum das dem deutschen Volksvermögen beispielsweise mehr schaden sollte, wie wenn man Gas aus Russland, Norwegen oder Ukraine. Oder den USA kaufen sollte. Das kann ich Ihnen sagen. Jedes Windrad, was in Deutschland gebaut wird, noch dazu an Stellen, wo kein Wind weht, da gibt es ja reichlich davon, wird hochsubventioniert und es wird mit Steuergeldern hochsubventioniert. Rein wirtschaftlich ist kein einziges Windrad in Deutschland, genauso was Photovoltaik angeht. Wir setzen Wie kommen Milliarden, Sie darauf? Wir setzen mit, ne, das ist eine Behauptung. Nein, ist keine Behauptung. Wir setzen Milliarden von Steuergeldern, die subventioniert wird. Jede Anlage wird subventioniert, wird zum Steuerzahler mitfinanziert und rein wirtschaftlich betrieben. Ist Gas die günstigste Form, und deswegen brauchen wir auch weiterhin und wieder Gas aus Russland. Auch Nord Stream muss repariert und auch vor allen Dingen muss dieser Anschlag aufgeklärt werden. Das ist die Forderung der AfD und das sind unsere Alleinstellungsmerkmale.